Ja, manche Gegner Apex sind wirklich von der Schwierigkeitsfaktor und das, was sie als Belohnung geben, echt, ja. In keinen Zusammenhang. Aber die geben echt, haben gerade echt gut faire Runen gegeben. Ach Mann, Digga, was ist hier los? Okay, wo bin ich denn jetzt? Aha. Ah, wir sind jetzt hier. Okay, dann das Erste, was wir machen, ist die Map hier vorne einsammeln. Junge, ich sehe ja gar nichts. Gleich ist irgendwann einfach eine Klippe, Digga, und ich fall runter. Mach mal Licht an. Okay, wenn sogar so ein ganz normaler Skelettkrieger. War da eine Gnade? Echt jetzt? Wenn so ein ganz normaler Skelettkrieger sogar einen Hieb aushält, ist es kein gutes Zeichen. Danke, Chat. Also am frechsten fand ich diese Wölfe, wo es auch einen Boss von gibt, die teilweise einfach ganz normal rumlaufen als Elite-Gegner. Digga, what the fuck, man? Yo, Bruder hat mir so einen Headshot gegeben. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall, diese Wölfe fand ich richtig frech. Die so mit Magie auch auf dich schießen. Wo einfach, keine Ahnung, 2.000, 3.000 gibt. Und der ist gefühlt einfach, ja, genauso stark wie der Boss. Das ist halt frech, Digga. Das kann halt nicht sein. Muss er wenigstens einen Zehner gönnen oder so. Wenigstens einen Zehner. Der war sauer, yep. Weil dann hat er irgendwie Schnellschussbogen probiert. Jetzt, wo ich das weiß, bleibe ich ein bisschen mehr in Bewegung. Na, jetzt bist du nicht mehr so stark, hä? Kleine Hand. Boah, 5K, Digga! Ka-ching! Dicke Donation kam rein. Hm. Oh. Ich habe ja sowieso schon maximale, ne? Was ist denn, wenn man nochmal 5 goldene Saat auftreibt? Steht dann irgendwie, kann ich mehr erhöht werden? Oder gibt es nur so viele im Spiel, dass du... Oh. Dass du das nicht nochmal machen kannst? Dungeon-Hinweis. Oh. Ey, danke für die Primes, Mann. Bullseye und Kischoff. Warum ist aber hier so schweinedunkel? Beziehungsweise so ein Nebel. Geht der noch weg, Chat? Sind diese Typen. Auch eher von der gefährlicheren Sorte. Ich muss immer die ganze Zeit gucken, wo ich zur Map laufe. Also hier kann einfach jetzt irgendwann dem nächsten Abhang kommen und ich reite genau rein. Ah, genau. Habe ich mir gedacht. Hier ist nämlich auch die Straße zu Ende, oder? Och, Bruder, warum ist denn das hier so? Das gefällt mir schon wieder gar nicht hier. Komplett schlechte Sicht, Mann. Aha, okay. Hier unten geht's weiter.
So noch richtig. Hier weiter nach links. Oh, ist ein bisschen bessere Sicht. Jawohl. Okay, scheint nur da oben so dicht zu sein, der Schnee. Schneenebel. Ah, sehr gut. Und noch sogar. Ah ne, es sah ein bisschen aus wegen dem Leuchten wie ein Ort der Gnade. Okay, hier gibt's was. Da gibt's was. Das könnte auch alles was sein. Das ist auf jeden Fall auch etwas. Dann würde ich sagen, erstmal hier hin. Sehen aus, Chat, wie diese eine Kriegerin, die sich uns angeschlossen hat als Asche. Kann das sein? Die meinte ja auch. Klar, wir sind ja jetzt mit dem Medaillon in dieses Gebiet auch gekommen. Das sind auch die Leute, die mit den Wölfen zusammenarbeiten. Und genauso gekleidet sind wie sie. Oh, Schmiedsteinstufe 8. Das machst du eigentlich jetzt mal dem nächsten New Game Run. Ah, lieben wir. Anderes außer, keine Ahnung, das, was du schon kennst. Muss ich drin probieren, Digga. Also ganz schön tanky hier alles. Sehen wir da Ehrenbruder Chris auch mal mit dem Zauberstab. Ein paar Zauberkasten. Die geben hier ganz schön dicke Runen alle. Crazy Gebiet. Wie viele Spielstunden ich jetzt habe? Boah, 76 Stunden. Jede fucking einzelne Minute hat Fun gemacht. Okay, wieder so eine Tür, die zu ist. Vielleicht muss man wieder in der einen Stadt Leuchtfeuer entzünden. Rätseln wette ich doch nicht, Bro. Da Fug.
Okay, irgendwas muss man machen. Ist dein Schwert gut? Nein. Ich trage es zum Spaß. Erhelle die vier Figuren im Siegelgefängnis. Vier Figuren im Siegelgefängnis. Die Dinger porten einen ja immer eigentlich zu einem Boss, ne? Da oben bleibt zu. Gehört. Oh nein, nicht diese unsichtbaren. Bro, das sind so nervige Gegner. Das muss halt nicht sein. Wenigstens gibt er dick Kneten. Robin, vielen Dank für die 5er Subbomb. Okay, eins von 4. Also ich hoffe, hier springen nicht noch mehr von denen rum. Gut ist halt, ich kann die auch mit meinem Schwert ganz gut aus der Haltung schlagen. Okay, da höre ich schon den nächsten. Eher nicht so Bock. Findet man die anderen Türme jetzt? Ich habe erst einen. Einer ist besser als keiner, aber einer ist auch noch nicht viel. Nicht. Bin gespannt, was da oben ist. Hinter der Türe. Da ein Boss wartet. Oder irgendein geiler Zauber. Irgendein geiles Item. Oh, ich höre etwas. Gar keinen Bock, Digga. Kann ich mal mein Pferd rufen? Ich höre ihn die ganze Zeit.
So eine Figur. Weil ich eine Kerze entzündet. Gibt einen Weg, die aufzudecken? Welcher denn? Also ihr könnt gerne schreiben, wie das Rätsel funktioniert. Ich blick's nicht. Oha! Mal ein bisschen Damage rein. Junge, 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 was war das für ein Shot? Vier Fackeln entzünden, ja, das habe ich geschnallt. Eine habe ich schon. Beziehungsweise, oh. Beziehungsweise Kerzen sind's. Zwei Leitern, sagt ihr. Da oben ist eine. Mal hochklettern wahrscheinlich wieder. Oh. Eine bestimmte Fackel, dann sind die sichtbar. Ist ohne Witz. Diese blaue Fackel, die man in den Katakomben findet, oder eine andere? Aua, aua, aua. Bro! Oh! What the fuck, noch eins? Heilige Scheiße. Was knallen die für ein Damage raus? Ja, die sehen ein bisschen. Die sehen ein bisschen aus wie Ash, hast recht. Mit dem einen Skin. Sergej, grüß dich. Okay, zwei. Zwei von vier. Da oben. Oder? Hier waren wir gerade. Unten waren wir, da waren wir noch nicht. Oder? Ist die Kerze an? Nee, ist sie doch nicht. Wie kommt man da hoch? Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Nasenbluten vor dem unsichtbaren Assassinen. Hör ihn. Welche Fackel soll die sichtbar machen? Was ist denn jetzt, wenn ich sterbe? Muss ich dann alles nochmal machen? Fackel der Wache. Alter, wie viele Items. Geisterflammenfach, Fackel.
Fackel der Wache. Starfackel. Ich glaube, die habe ich nicht, oder? Wo muss man die denn kaufen? Einsiedlerhändler. Wer soll das sein? Okay, nochmal hier hoch. Nochmal hier hoch. Zack. Ups. Aha, diesmal hier rüber. Das andere Mal direkt auf die andere Seite, weil die auf mich geballert haben. Okay, aber wie soll ich jetzt hier hochkommen von der Seite? Ich habe keine Leiter gesehen. Es bringt doch gar nichts, dass ich da hochgegangen bin, wenn ich sowieso so rankomme, oder? Blindtrix. Hat schon was Magisches, der Ort. Aber so Rätsel... so eine Sache im Stream. So, da, wo ich hingucke, also da, wo ich jetzt meinen Kopf, was ist da noch eine Figur? Weil da leuchtet es auch so ein bisschen. Oder wo ist die letzte vierte? 1, 2, 3. Weil es sieht ja von der Form her auch so aus. Müsste richtig sein. Gut. Tipps zur Apostel-Götterskalbe. Sehr Blutungsschaden anfällig. Und ja, seine Angriffsmuster sind eigentlich auch gut zum Wegrollen. Besonders wenn er da seine Flamme wirft. Immer eigentlich einen Free-Hit. Und wenn er anfängt so rumzuspinnen, dann läufst du einfach zu seinen Beinen. Ne? Weil der schlägt dann mit seinem Schwert und mit seinem Oberkörper richtig um sich, aber wenn du an seinen Beinen bist, trifft er dich gar nicht, weil er halt woanders drum schlägt. Kannst du seinen Körper so for free ein paar Mal hitten. Ach, Gott sei Dank. Danke, Chat, für die Help. Oh, lol. Ah, ich werde rausgeportet. Da füllen wir nochmal die Tränke auf. Neuen Batman habe ich noch nicht gesehen. Werde ich noch machen. So. Bin mal gespannt, was da oben ist. Also die Götterskalben finde ich richtig geile Bosse. Macht wirklich Laune, gegen die zu fighten.
Die haben sehr geile Angriffsmuster. Die haben nicht so Bullshit, wo man sich denkt, okay, davon wird man immer gehittet, ob man will oder nicht. Wie zum Beispiel von diesem Blutboss, der immer so diese Blutlarche nach dir schmeißt, was einen immer, immer hittet irgendwie. Ach du Scheiße! Wo bin ich denn jetzt? Ach du Kacke. Okay, nochmal ein neues Gebiet. Oh nein, die Tröten. Die Tröti-Mötis. Solche Uhrensöhne, Digga. Den mache ich ja viel Schaden. Die zählen eher zu den Squishy-Gegnern, würde ich sagen. Boah, 2k geben die. Zwei saftige Steine. Hey, nicht gedacht, dass ich die Trötenspieler mal wiedersehe. Auch das Gebiet kenne ich überhaupt nicht. Ich finde das gerade so überkrass hier mit den Ästen. Oh mein Gott, fast abgerutscht. Ultra sick, Digga. Wie geil ist das denn? Wer denkt sich solche Gebiete aus? Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Einfach eine Stadt in den Bäumen. Wow. Wunderschön, Chat. Ja, okay, war vielleicht ein bisschen zu viel Schwung. Passiert, Bruder. Ja, wunderschön. Auch schön tief. Auch wieder gemacht, glaube ich, um einen zu ärgern, dass die immer so eine Etage tiefer fallen. Mein Liebling. Alter, was machen die für einen Schaden mit ihren scheiß Bubbles? Alter, Digga, was ist das für ein Schaden für einen Ehrenlosen? Genau, mach mal einen Abflug hier. Oder es ist wieder dieses andere geisteskranke Damage-Gebiet. Aber gut, Runen kriegt man rein. Von den größeren. Runterfallen Boss in dem Gebiet Monka Omega. Junge, Junge, hier knallt's mit den Seelen. Das gefällt mir gerade. Stich. Also wenn mich einer von den Trötenspielern gleich wegknallt, oder? Werde ich echt sauer. Hey! Hä? Wo ist der? Ah! Da ist er. Danke für die Donation. Hey! Okay, man darf nicht stehen bleiben. Bro, das ist ja gottlos, was die für ein Damage machen. Heilige Scheiße. Weg!
weggetrötet. Einfach weggeblasen. Bro, also dieses Dude. So provokant, Mann. Ist einfach nicht sterben. Und nochmal die Seelen hier mitnehmen, Digga. Okay, einfach nicht stehen bleiben. Und die Gegner treffen. Einfach nicht runterfallen. Oder ich habe die minus 55k schon wieder fast gesehen. Wo sind jetzt die Runen da vorne? Perfekt. Nehme ich auch. Okay, ich glaube, das Gebiet ist ehrenlos. Bro, wie viel Damage hier alle machen. Tuxedo, danke für die 5 verschenkten Subs. Gönn mal ein Yippie, eine Bombe für den Bree. Bro, was für ein geisteskranker Schaden von irgendwelchen Insekten. Okay, ich glaube, Seelen einsammeln und dann ganz schnell flott die Karotte durchziehen. Erst Schneegebiet weitermachen. Ich habe gar keinen Plan, was hier für ein Boss wartet. Bitte auch jetzt nicht in den Chat schreiben. Tot, 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 tot. Oh! Oh Gott. Oh mein Gott, so Nasenbluten, einfach abzurutschen. Ganz kritische Hase, lange, schmale Nase. Hey man, hast du irgendwelche Tipps für kleine Streamer, an mehr Reichweite zu kommen? Nehme dich da als Vorbild, warst schon bei WZG der Raute Aerotricks. Boah, ganz schwierig, Bruder. Gibt halt kein geheimen Rezept. Die Zuschauer entscheiden ja, ob man ankommt oder nicht, ne? Aber so für die ersten Viewer würde ich immer empfehlen, dass halt ein paar Freunde zu luchern und mit dir halt chatten, metten. Damit du nicht mit halt null Viewern streamst, sondern wenigstens so ein paar hast, dass andere dich entdecken können. Ja. Und halt bei anderen Communities, oh mein Gott, was, das ist ein großer Brummer. Bei anderen Communities chillen, also sag ich jetzt mal, das Twitch-Game richtig in dich aufsaugen, dass man dich halt auch kennt, so aus anderen Chats oder so. Dann entstehen eher Communities, würde ich sagen. Aber ohne da jetzt auf, bei anderen Streamern auf Reichweite zu geiern, auf Krampf. Das mag ja wiederum keiner. Okay, ich kann die Ameisen wenigstens aus der Haltung schlagen. Fast 3k geben die. Ich zünd euch an, Lan! Kannst du nur ein bisschen anders spielen. Die Junge geben die Ressourcen, ne? Geiler Scheiß. Geiler fucking Scheiß. Eine behaarte Ball. Also, mein Plan ist, dass er weggeschmissen ist. Mhm, mhm.
Desasto, danke für die 10 verschenkten Subs und Ehrenbruder Mr. Satan mit 5 verschenkten Subs drin. Chat, lass mal ein paar Bomber steigen, ein paar Bomben regnen und willkommen an die 15 Neuen. Vielen Dank euch beiden für den Support an die Community. Dankeschön. Hier waren wir schon, ne? Oder? Also die Runen sehr belohnend, aber die Gegner auch ordentlich am Böllern. Oh. Ah, das... Oh mein Gott, oh mein Gott! Perfekt, Jump Tricks! Einfach der Eichhörnchen Tricks heute. Kappa. Renn, renn, renn. Oh, oh, Junge! Ich werde mit Blasen attackiert. Wenn ihr das nächste Mal auf der Straße so ein kleines Kind sieht mit so ihren Blubberblasen, dann wisst ihr Bescheid. Das sind die wahren Serienmörder. Ah! Challenge! 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 Da hab ich wieder eine ehrenlose Bubble in den Rücken gehittet. Bro, minus 116. Oh Mann, ey. Dono-Sound? Also für 2 Euro Donation wäre das schon geil. So ein kleines, seichtes Düt. Aber Bruder, dann träume ich von dem Geräusch. Aber irgendwie gar nicht schlecht. Einfach so ganz kurz und kurz und knackig. Aber dann donaten die Leute noch eher 2 Euro, Bruder. Muss nicht sein. Lieber die 10er Subbombs. Team Talks, danke für die 10er Subbombs, Chat. Lass mal ein paar Bomber fliegen. Ihr wisst Bescheid. Danke für... Oh mein Gott, danke für die 10, Leute. Bruder, ihr habt so ein Nasenbluten, dass der Ast zu Ende ist. Junge, ich war so nie, nie so früh glücklich, dass der Ast länger ist. Oh, ich weiß nicht wohin. Und die Tröten! Auf mich! Yeah! Oi, 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 oi. Fallen manche Bubbles verfolgen dich und andere wiederum tun da noch so Lichtschwerter spawnen lassen. Bro, wo sind die Seelen? Oh Mann, oh Hilfe! Wo sind die Seelen? Hello? Any runes? Da oben. Ich muss wieder hier runterfallen, oder? Junge, geben die alle Ressourcen. Das knallt so sehr. So, jetzt inshallah. Oh! Oh. Der Ast ist mit mir.
Din. Din. Die Seelen, oh mein Gott. Hier wird man so rich auf die 1. Gib mir her die Kohle! Ah. Na dann. Welchen Recht halten diese Pflanzen so viel aus? Boah, 6 Steine. Ich dachte, hier geht's weiter. Ich hätte die gar nicht töten müssen. Also bei aller Liebe, ich finde den Weg nicht. Geh mir aus der Sonne. Mein Ast! Schau dir den da unten an, wie er da lang kriecht. Ach, einfach nach unten, ne? Ah. Okay, I see. Guck mal da. Guck mal. Wie er da ganz langsam lang sneakt. So. Din. Ich komme für dich! Ja, das schmeckt dir gar nicht, ne? Moin Jungs, wie geht's? Kann ich dazu stoßen? So rich war ich noch nie. Rich auf die 1. Chillen der Karibik. Final Fantasy Vibes. Gleich tot. Oh nein. Oh, hä? Yo! Die Blasekönigin! Ohne Scheiß, der Spell immer einen Gamechanger. Kann ich nur jedem empfehlen, den mitzunehmen. Gegen Scharlachkeule. So viel Glauben sollte jeder skillen. So ein Gamechanger, der Skill. Oh mein Gott, ey. Hey! Bruder, wo lang? Hier oder was? Das sieht nicht richtig aus. Das sieht zu hoch aus. Ah, moin. Leiter. Aber ganz flott die Karotte runter. Junge, was eine verrückte City, ey. Oh, noch nie so glücklich gewesen. Oh mein Gott. Digga, ich lieb so heftig meine Alerts, Mann. Hier Elotrix, schau dich seit 10 Jahren auf YouTube und Twitch. Noch Jungfrau, bestes Video. Bist der sympathischste und beste Streamer aller Zeiten. Danke für die 20 Euro Donation. Und danke für die Props, Mann. Vielen Dank. Dankeschön, Chat. Lass mal Parolis regnen für den Brattern. Okay, das Gebiet ist, glaube ich, schon sehr schwer, aber die Seelen sind sehr belohnt. Nico, danke für die 2 verschenkten Subs. Ich muss wieder so aus Klo-Chat. Fürchterlich. So, gab es hier oben noch was? Hier gab es doch noch eine Astabzweigung. Wenn sogar so eine kleine Blume einfach 800 Seelen gibt, Chat, dann wisst ihr, ihr seid im Late-Game. Also die da oben ist wirklich irre. Ich sag's euch, wie es ist!
Okay, kurz auf Toilette. Neues Wasser holen wir gleich. Ich komme wieder, Digga. Das erste, was ich im Chat sehe, sind die Twerks. Und ist er noch Samurai von der Nico 123? Die 123 steht an der Stelle eher nicht für den EQ. Kapi. Also das Gebiet ist echt anders verrückt. Ich hab Bock. Chat, wie oft gehe ich im Stream im Schnitt aufs Klo? Mindestens 5 Mal, oder? Wird langsam illegal. Peters, danke für die Bits. 50 Mal? Nee. Zu oft. Ja, es tut mir leid, das nervt mich selber. Retalk. Es hat schon Überhand genommen. Öfters als Monte? Nee. Ja, der streamt ja auch nicht so lang. Meistens. 5 Mal pro Stunde kann auch nicht sein. Ich trinke halt die ganze Zeit Wasser, Chat. Die ganze Zeit. Ja, wir wissen's. Okay, interessant. Tot. Also so 5 Mal würde ich aber schon sagen. Hey, was soll die Scheiße? Aber da ist ein Ding. Hab mir Elden Ring jetzt auch geholt. Macht einfach zu sehr Spaß beim Zuschauen. Kuss. Es geht 10 bis 20 Mal. Nee. Als ob. Nee. 10 Mal? 10 Mal? Nein, 10 Mal doch nicht. Nix da. Brauchst du einen Hydranten im Mond? Ja, 5 Mal wahrscheinlich schon. Würdest du einem Noob bei das Game empfehlen, trotzdem zu kaufen, mein Guter? Ist ein geiles Souls-Game zum Einsteigen, ja? Aber ist halt schwierig, ne? Das muss dir klar sein. Bei dem Game teilen die Gegner gut aus. Das habe ich vorhin bei Ehrenbruder Safti gesehen, der wirklich gar keinen Plan hatte von den Souls-Game. Der vom ersten Dungeon-Boss so ehrenlos verprügelt wurde. Bro, das nervt! Meine Seifenblasen haben auch Auto-Tracking. Tot! Ey, Mann, Alter. Kriegt das nicht, oder? Wenn er runterfällt. Oder war das nur ein Mana? War das nur ein Mana? Käfer? Nur Mana. Hä? Was machst denn jetzt, du Riesentröte? Jetzt zünde ich dir die Borsten an. Ja, 6 Steine. Her damit. Junge, die war ja sehr... Oh, was haben wir hier oben? Die war ja sehr penetrant. Oh, okay. Mhm. Oh, so erschrocken, Chat. Sehr geiles Gebiet. Oder, Chat, was meint ihr? Auch ein Gebiet, wo ich echt noch nicht mit gerechnet habe. Das ist das Geile. In der Zeit, wo ich ganz viel bei den Streamern zugeschaut habe, waren die aller wenigsten im absoluten Late-Game-Gebieten. Deshalb kenne ich die alle noch nicht. Bin ich gerade so happy, Tricks drüber. Oh nein! Oh mein Gott! Danke für die 10er Sub, mein Bruder. Chat, lasst mal ein bisschen Liebe da. Alter! Das ist so eine lächerliche Scheiße, wie viel Damage die Kacke macht von denen. Ich habe gerade irgendwie so 2 so kleine Bubbles gehittet, einfach Hälfte Leben. Jetzt kann ich beide hitten. Erst mit denen da weg. Jetzt kümmern wir uns um das große. Um die große Bubble. Weil man rastet die aus, Digga, weil ich ihr an die Tröte fasse.
Ja, spin to win, Digga. Ah, na dann. Komm, komm. Ja, na also. Junge, hier knallt's und knattert's, ey. Asche der Orakelgesandten. Yippie! Jetzt kann ich beim Boss drei kleine Trötis reinspawnen, die dann alle den Boss entgegen und kein Damage machen. Danke, Spiel. Das ist wieder die Art von dem Spiel, uns zu sagen. Aber jeden Gegner einmal clearen. Vorhin die Rüstung von denen bekommen. Bruder! Halsmaul. Cool, da werde ich direkt verdroschen, Digga, wenn ich damit rumlaufe. Kann das Ding irgendwas? Verstärkt Blasentalente. Oh mein Gott. Digga, der doppeldeutigste Kopfschmuck ever. Aber es ist ein Fivehead. Big Fivehead, ja. Die Viecher müssten feueranfällig sein. Guck mal, der hat wieder so leuchtende Augen. Der gibt wieder ordentlich Seelen. Oh, 7k auf Dorsche, Mimarsche! Von dem Blaze habe ich auch schon das komplette Set. Diese Pilze. Diese verwachsenen, bewachsenen. Okay, der ist wieder ein bisschen tankiger. Oh mein Gott! The fuck, Digga? Gott, ist das wie gut. Na, wenn das weiter so geht mit den starken, schweren Angriffen, hole ich mir echt noch den Falkentalisman. Okay, hat er überlebt. Ah, da zaubert schon wieder irgend so ein Firefat. Mhm. Bro, was ein geiles Map-Design. Das müssten wir überleben. Tot. Meinst aber auch alle ernst. Geil. Nice. Jetzt wissen wir auch, wer die ganze Zeit die Magie-Scheiße auf uns castet. Die fucking Schnecke. Uff.
Ah. Die Schnecke hat gut rausgezwirbelt. Crazy Gebiet, oder Chat? Hier haben wir noch eine Leiter. Oder sind wir von der runtergekommen? Nee, sind wir nicht, ne? Schauen wir doch mal, was da oben ist. Din, 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 din. Ach, da war eine Gnade, Chat. Habt ihr recht. Nicht gesehen. Oh Gott. Also das Gebiet macht einfach gerade so Laune, weil die Gegner so gottlos viel Seelen alle geben. Und es halt auch mal anspruchsvoll ist, ne? Das bockt. Bruder, ein HP vom anderen Stern. Ja. Wäre ich gestorben, wären die Runen weg gewesen. Junge, Junge, das war Schicksal. Das war Schicksal, Chat. Perlendrachentalisman plus 2. Erhöht die Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden erheblich. Ja, meine ich, nehme den leeren Level-Up-Shaker. Bryce, mein Bester, vielen Dank für die 5 verschenkten Subs. Chat, gönn meine Nippie eine Bombe. Und El Gusto hat vorhin auch noch 10 Subs rausgenommen. Habe ich mich für die schon bedankt? Vielen Dank. Und gerne mal nachluschen, Chat. Vielleicht ist euer Prime-Sub ready. Dann könnt ihr auch noch mit Prime reinsupporten und die Emotes genießen. Und Ehrenbruder Korbis hier noch mit einem saftigen 18 Monate T3-Sub. Danke, Bruder. Ich glaube, in dem Gebiet, Chat, braucht man ein bisschen mehr Tankiness, oder? Wir nehmen mal ein bisschen mehr Tankiness rein. Ehrenbruder Wolf muss regeln. Wow. Einfach nur wow, die Rüstung. Auch der Mantel. Trotzdem nichts aushalten. Boah, 1500. 1500 für einen Gegner, der sich gar nicht richtig wehrt. Das nenne ich doch mal lecker. Ich glaube, für das Gebiet bin ich sogar ein bisschen unterlevelt. Pilz. Ja, wer hat's gedacht? Pilz. Das ist manchmal so eine starke Kombo. Mit einem schweren Sprungangriff eröffnen, um den Gegner taumeln zu lassen und dann direkt mein Schwertzauber casten, weil der erste Schwung schlägt die Gegner dann auch noch mal ein bisschen aus der Balance. Und wenn die gerade erst wieder dabei sind, sich zu sammeln, kommen die gar nicht dazu. Okay, wo sind die Seelen geblieben? Hier war es irgendwo, ne?
Ja, minus 110. Katsching. Bro, warum one-hittet mich dieses elende Mistviech? Bro, was soll die Scheiße halt? Weil damit kannst du ja wirklich nicht rechnen. Das ist ja wirklich frech. Das ist wirklich frech, Digga, bei aller Liebe. Es war kein Fallschaden. Bin doch vorhin da auch reingesprungen. Bro, wie viele Seelen die alle geben. Was die Seelen bringen? Na, zum Aufleveln sind die. Wow, 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 wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Bro, was soll die Scheiße, Mann? Das meine ich. Die Gegner finde ich so eine Frechheit. Das ist einfach ein halber Mini-Boss, Mann. So. Es gibt da 8 Steine. Danke für die 5er Subbomb, Sneaky. Chat, gönnt man hier eine Bombe für den Brattern. Bro, die scheiß Ameisen one-hitten mich mit ihrer Grütze. Das kann doch nicht wahr sein. Digga, wie tanky die alle sind. Health. Die sind safe feueranfällig als Pilzkopfmann. Minus 120k. Katsching. Jetzt machen wir hier den clean Boss. Eine ganz safe Nummer wird jetzt hier gemacht. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind die Seelen? Ah, auf Ehre. Ah, doch, ihr habt recht. Ich krieg Fallschaden. Okay. Hat ihr mich vielleicht doch nicht gewonnen hättet. Ja, ja, noch Leiche schänden. Ja, nur tu it. Und der erste Säurespritzer hat mich auch aus der Balance geschossen. Auf ehrenlos angelehnt. Den nehmen wir mit leuchtenden Augen. Ein paar extra Seelen. Einer meinte gerade, ob das Abklingzeit hat, was ich hier mache, der Schwertstreich, und nein. Keine Waffen. Kein Waffentalent hat Cooldown. Du brauchst nur halt Mana und Ausdauer dafür. Schon wieder 24k. Diesmal Waffen, oder? Sieht so geil aus. The Flying Elotrix! Zack, zack. Keep rolling, 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 rolling. Oh, tot. Wieder 100 Steine auf Tasche. Junge, hier knallt so in dem Gebiet. Oh! Ein Big Stein, Alter. Was soll das eigentlich für eine Säure sein? Die frisst sich sogar durch Diamant, oder was?
Junge, Junge, knallt hier an Seelen. Was brauchen wir für ein Level-Up? 25, 125. Die werden sofort ausgegeben. Aber sofort. Boah, was haben wir denn hier alles? Nutzen. Junge, Junge. Zack, zack, zack. Ohoho! Rich, Rich auf die 1. Chill in der Karibik. Das schmeckt doch. So. Wir müssen noch mehr in Leben ballern. Damage haben wir genug. Wir müssen ein bisschen mehr aushalten. Beziehungsweise größeren Lebensbalken haben. Also machen wir jetzt erstmal die nächsten 10 Punkte wahrscheinlich in Leben. Dass wir so auf Leben 60 sind. Da kommt dann auch, glaubt, der Hardcap. Schmiedsteine gibt's hier. Die Leiter haben wir ja benutzt, ne? Da kam ja der Eierkopf. Ah, da ist irgendwas Goldenes. Was bedeutet Hardcap? Jeder Stat hat eine Schwelle, wo er dann nicht mehr so effektiv ist. Softcap ist, glaube ich, bei 40, dann bei 60 und Hardcap bei 80. Oder es war 20, 40, 60? Auf jeden Fall ist, glaube ich, 60 so der Schwellwert für die meisten Stats. Ab da ist dann der Stat nicht mehr so krass effektiver. Er ist natürlich trotzdem, erhöht er dein Leben und so, aber halt nicht mehr so krass. Deshalb nach und nach erstmal alles auf 50 bzw. auf 60 skillen. Seht ihr? Den einen Punkt, den ich in Leben geskillt habe, hat mir jetzt schon gerade den Arsch gerettet. Ich brauche mehr Leben. Ich habe eine Idee, Chat. Einfach nur mal, um zu probieren. Wir machen jetzt mal wir knallen mal die Lebensrune rein. Ich will nur mal sehen, wie krass die sich auswirkt. Morgoths Rune. Jetzt bin ich gespannt. Runen! Bogen! Magic! Ohoho. Junge, das nenne ich mal einen Lebensbalken. Ach du Scheiße. Okay. Das nenne ich mal einen Lebensbalken. Jetzt sollte ich jeden Gegner wegtanken können. Es bringt halt überhaupt nichts. Es bringt gar nichts, das Leben, Digga. Es bringt überhaupt nichts. Es kriegt
Man kriegt so einen geisteskranken Schaden rein. Irre. Und direkt wieder tauschen die Rune. Ja, er verabschiedet sich schon. Das musst du jetzt zu schaffen sein. Ah, ich habe mich gerade auch nicht gebufft, ich Idiot. Deshalb war ich gar nicht tanky. Schon böse ab, der Bree. Ja, ich glaube, es wird jetzt echt Zeit, langsam die Effektivität meiner Tränen zu, meines Getränks zu erhöhen, weil ich muss so viel mich healen für meinen riesen Lebensbalken. Ach, K, halber Miniboss. Oh! Oh mein Gott! Aber es hat so sich gelohnt! Uhu. Ach, das ist... Also ich dachte, es... Ah, ja. Es ist nicht der richtige für meine Waffe, aber es ist natürlich trotzdem ein Baba-Item, ne? Schade, Digi. Aber geil. Geiles Item von einem starken Boss, beziehungsweise starken Gegner bewacht. Aber sind wir jetzt nicht vorhin irgendwo noch abgebogen? Bei den Schnecken sind wir doch gestorben, ne? Ich will ja immer jeden Weg laufen.